Ohne Energie geht nichts, das muss man wissen. Energy Revolution. Wir stehen vor dem größten Strukturwandel der Wirtschaft seit Beginn des Industriezeitalters. Wenn ich mit der Spannung in die Höhe gehe, läuft das Ding schneller, entwickelt mehr Kraft, aber der Verbrauch bleibt derselbe. Das ist das, was schön ist dran. Ungefähr zwei Drittel des Universums ist irgendeine Energieform, die wir überhaupt nicht kennen. Und wenn Sie dann bedenken, dass unsere Erde nur und alle sichtbare Materie, alle Sonnensysteme, alle Galaxien, alle Menschen, alles zusammen nur 5% der sichtbaren Materie ausmacht, 95% können Sie nicht sehen, dann ist klar, die Raumenergie, die ist wirklich für uns unerschöpflich. Wir stecken in den Kinderschuhen, wir verstehen das nicht. Es gibt verschiedene Namen, Casimir-Effekt nimmt man ein, virtuelle Teilchen, sind Dinge, die man nie gesehen hat so richtig. Da ist die Quantentheorie mit ihrer Nullpunktenergie, da ist Feynmans Quantenelektrodynamik, da müsste ich doch Einsteins Relativitätstheorie erwähnen, nicht die spezielle, sondern die allgemeine. Da gibt es die kosmologische Konstante, Lambda. So ein großes Lambda wird da eingesetzt. Und das steht für diese 65% dunkle Energie. Also wenn Sie alle modernen Energien des 20. Jahrhunderts zusammennehmen, dann kommen Sie gar nicht umhin anzuerkennen, unser Universum ist dominiert von Raumenergie. Ein Volltreffer glaubt auch Professor Konstantin Meil von der Hochschule Furtwangen gemacht zu haben. Er glaubt, eine Energie gefunden zu haben, die eines Tages die Probleme der Welt lösen wird. Neutrino Power heißt sie und kommt aus dem Weltraum. Die Hochschule ist von seiner Theorie noch nicht überzeugt und hat ihm verboten, Vorlesungen über Neutrino Power zu halten. Doch der Professor nutzt jede Gelegenheit, seine Sicht der Dinge auf andere Art und Weise zu verbreiten, zum Beispiel auf der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen, ganz ohne Absprache mit der Hochschule. Jan Ludwig. Dell ungefähr bei 1,5-facher Licht. Wer Professor Konstantin Meil auf der Südwestmesse zuhört, der muss sich anschnallen. Von Lichtgeschwindigkeit ist da die Rede und von Skalarwellen. Im Versuchsaufbau zeigt er, wie er die Energie aus dem Weltraum einfängt und damit diese Neonröhre zum Leuchten bringt. Und das können wir hier auch, wie man sieht, die Lampe leuchtet, ohne dass ich da einen Draht habe. Natürlich bin ich jetzt ein weiterer Empfänger. Drahtlose Energieübertragung. Nach Ansicht von Professor Meil ist das mit Hilfe von Neutrino-Power möglich. Die Neutrinos sind kleinste Elementarteilchen, die in der Sonne entstehen. Sie treffen in unvorstellbar großer Zahl auf die Erde. Ein Teil davon wird nach der Theorie von Meil zu Materie. Es entsteht Neutrino-Power. Die müsse sich der Mensch nur zunutze machen, dann ließen sich die Energieprobleme auf unserer Erde lösen. Das Teilchen hat Energie und auch die Menge ist mittlerweile geklärt. Und wir wissen, dass diese Energie ausreicht für den Weltenergiebedarf. Das Thema ist physikalisch eigentlich erledigt, das Problem ist ein technisches. Kleine Lösungen will Meil bereits gefunden haben. Auf der Südwestmesse führt er dieses Boot vor, das ohne eigene Energiequelle an Bord unterwegs ist. Keine Batterie, sondern nur ein Elektromotor und eine Antenne für den Empfang der Antriebsenergie aus der Luft, eben Neutrino-Power. Die Hochschule Furtwangen. Hier unterrichtet Meil Leistungselektronik und Antriebstechnik. Vom Auftritt des Professors auf der Messe hat man sich offiziell distanziert. Der Vortrag sei mit der Hochschulleitung nicht abgesprochen. Die Neutrino-Power-Theorie sei zudem wissenschaftlich noch nicht ausreichend belegt. Schon länger hat die Hochschule dem Professor deshalb verboten, Vorlesungen zu diesem Thema zu halten. Aus meiner Sicht ist es traurig, dass die Hochschule sich so praktisch daneben stellt und sagt, wir wollen die Technik nicht. Denn schließlich wird die Hochschule von dem Steuerzahler finanziert und zwar dafür finanziert,
dass sie sich eben um die Forschung kümmert. Wer soll es denn sonst machen? Die Industrie, die macht das, was sie verkaufen können, aber wir müssen irgendwann auch Grundlagenforschung machen und dafür haben wir die Hochschulen. Oder eben die Südwestmesse für die Verbreitung der Theorie. Ist Neutrino Power nun seriöse Wissenschaft oder Esoterik? Also mit Esoterik hat das gar nichts zu tun. Da habe ich auch nichts am Hut. Es ist einfach eine Tatsache, die sich im Experiment darstellt. Ich habe eben diesen Ausspruch gehört, dass es zwischen Charlatanerie und Genie keinen großen Unterschied manchmal gibt. Und viele Charlatane haben sich später als Genie herausgestellt und viele Genies als Charlatane. Das hält mich aber nicht davon ab, dass ich eben mich für sowas interessiere. Wenn ich mir vorstelle, da gibt es Professoren, die unterrichten oder lehren seit 30 Jahren vielleicht ihre Physik. Und jetzt kommt einer und sagt, das stimmt nicht ganz, was ihr da erzählt. Den Konflikt mit seinen Kollegen oder seiner Hochschule scheut Professor Konstantin Meil jedenfalls nicht. Er glaubt fest an die Zukunft der Energie aus dem Weltall. Tja, und wie sagte einst ein sehr weiser Mann, der Kopf ist rund, damit das Denken jederzeit seine Richtung ändern kann. On est là avec un potentiel énorme, avec la jeunesse, avec les richesses naturelles, avec les arbres, la biomasse, l'agriculture, l'élevage. Mais il n'y a pas le stimulant, le catalyseur n'est pas là. Ça, c'est l'électricité. You're just naive. You don't know, understand what you're dealing with if you don't realize. This change here is also a change of market share. Statt weniger Eigentümer haben wir auf einmal Hunderttausende oder gar Millionen Eigentümer. Die Energieversorgung bekommt eine Demokratisierung. Falls all diese Erfinder Fälscher und Scharlatane wären, frage ich mich, warum diese so konsequent unterdrückt werden und auf so brutale Weise. Ich fragte den Free-Energy-Erfinder Adam Trompley, warum er glaube, dass diese Technologie unterdrückt wird und ob das UFO-Phänomen etwas damit zu tun hat. Wir hatten wichtige Militärpersönlichkeiten, die sich selbst in große Gefahr begaben, wenn sie sagten, ja, diese Dinge sind real. Warum denken Sie, dass der militärisch-industrielle Komplex nicht will, dass diese Aussage gemacht wird? Weil sie dann anfangen, darüber nachzudenken, welche Arten von Technologien dahinter stecken. Das ist die Quintessenz. Die Unterdrückung von UFO-Phänomenen geht Hand in Hand mit der Unterdrückung der sogenannten Free Energy. Die Energie wird aus der Struktur des Raums um uns herum entnommen, was bedeutet, es kann nicht gemessen werden. Das ist eine direkte Bedrohung für die größte Industrie der Welt, Energie. Dies würde den Abschied für ExxonMobil bedeuten. Den Abschied für Öl, den Abschied für Kohle, den Abschied für lineare Übertragung von Strom über Hochspannungsleitungen. All das wäre weg. Leider ist dies für jemanden ein 200 Billionen Dollar Sparschwein. Die nachgewiesenen Öl-, Gas- und Kohlereserven sind mehr als 200 Billionen Dollar wert. Diese Information würde völlig die geopolitische Macht verändern. Mehr als alles andere in der schriftlich belegten Geschichte der Menschheit. Und es würde in einer Generation geschehen. Ich fing an, diese bahnbrechenden Lösungen zu untersuchen. Und zu meiner großen Überraschung haben sich diese Konzepte bereits in Hunderten von Labors auf der ganzen Welt bewährt und trotzdem haben sie nicht wirklich das Licht der Welt erblickt. Anstatt Dinge zu zerschlagen und dann zu versuchen, die Explosion zu kontrollieren, verlassen sich diese neuen Technologien auf Blendung, auf das Zusammenspiel davon, was natürlich gegeben ist. Der gemeinsame Nenner von allen freien Energiegeräten, die ich gesehen habe, die in einer oder anderen Form die Torus-Energieform imitieren. Sie müssen nicht an die freie Energietechnologie glauben, um über die Unterdrückung von Ideen und Erfindungen besorgt zu sein. Ich selbst hatte den Gedanken, gibt es einen besseren Weg, unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle, Kernkraft und anderen gefährlichen und schmutzigen Technologien zu verteidigen, als mit der Rechtfertigung, dass es keine besseren, billigeren Alternativen gibt? Es stellte sich heraus, dass Wissenschaftler bereits Anfang des 19. Jahrhunderts alternative Möglichkeiten entwickelten, auf Strom ohne Verbrennung zuzugreifen. Nikola Tesla glaubte, er habe Zugriff auf, was er Strahlenenergie nannte. Viele Wissenschaftler glauben, dass ihr Zugriff auf das,
was jetzt freie Energie genannt wird, hatte. Aber bevor Tesla das Projekt beenden konnte, erkannte sein Finanzier, Bankbesitzer JP Morgan, der ein Monopol auf Kupfer hatte, welches für elektrische Leitungen verwendet wurde, dass Teslas Erfindung Strom ohne Kabel übertragen könnte. Er endete daher Teslas Finanzierung. Teslas Labor wurde niedergebrannt und er wurde geächtet. Das alles nur für den Versuch, seine Vision der grenzenlosen Energie für jedermann zu implementieren. Ein moderner Erfinder, Adam Trompley, wurde inspiriert von Teslas Arbeiten und von den Möglichkeiten des Torus. Trompley baute einen Dynamo, einen Gleichstromgenerator, der auf elektrische Energie direkt aus der Luft zugriff. Wir haben versucht zu zeigen, dass wir durch die Nachahmung des Magnetfeldes eines Planeten und beim Rotieren dieses Gerätes in der Lage waren, ein Dynamo zu erstellen, das tatsächlich funktionieren würde. Und es hat in der Tat funktioniert und es funktioniert immer noch. Also wenn wir über die Natur nachdenken, wenn wir Jupiter betrachten oder wenn wir einen Dynamo wie die Erde, die im Weltall rotiert, betrachten, sprechen wir im Grunde über einen Magneten, der im Weltall rotiert. Und die Feldlinien des Magneten strömen hinunter und durch diese toroidalen Muster des Magnetfelds. Es dehnt sich aus und zieht sich zusammen, es atmet. Im wahrsten Sinne des Wortes zieht es die Energie des Weltalls ein und transformiert sie. Hier in diesem Toroid haben wir genug Energie, um die ganze Erde zu verbannen. Und das ist nicht nur eine theoretische Aussage, es ist wirklich wahr. Bedenken Sie nur, welche Auswirkungen dies hat. Es bedeutet, dass jeder einzelne Ort auf der Erde auf einmal Energie hat. Jeder einzelne Mensch auf der Erde hat auf einmal Energie. Wir haben universellen Überfluss. Trompley wurde eingeladen, einen seiner Generatoren vor den Vereinten Nationen und dem US-Senat zu demonstrieren, aber diese Vorführungen wurden von der Bush-Administration unterminiert. Dann wurde das Gerät bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt. Trompleys Erfahrungen sind nicht außergewöhnlich. Fast jedes Mal, wenn ich einen Erfinder mit einer vielversprechenden neuen Technologie im Bereich der freien Energie fand, erzählte dieser mir eine ähnliche Geschichte von Unterdrückung. Erfinder John Bedini begann die Arbeit mit Teslas Theorien der Strahlenenergie vor Jahrzehnten und hat ein Sortiment von Akkuladegeräten, die mehr Energie erzeugen, als diese brauchen, um zu laufen. Er kündigte an, dass er diese für geringe Kosten zum Verkauf anbieten werde. Bald darauf wurde sein Labor überfallen und er wurde davor gewarnt, diese Maschinen zu produzieren. Für seine Sicherheit musste er die Werbung für seine freie Energiegeräte aufgeben. Dies sind alles Geräte aus den Labors, die ich persönlich besuchte. Die Qualität dieser Aufnahme ist offensichtlich schlecht und ich erwarte nicht, dass sie dies überzeugen wird. Mein Punkt ist, dass dort zu sein mit diesen Erfindern, begleitet von Experten und diese neue Energiegeräte in Betrieb zu sehen, überzeugte mich davon, dass diese Technologie Wirklichkeit ist und die Auswirkungen davon sind für mich absolut ergreifend. Der Kanadier John Hutchinson hat nicht nur einige freie Energiebatterien geschaffen, sondern auch Teslas Theorien benutzt, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, um Objekte schweben zu lassen. Dies könnte den Bereich der Antriebssysteme revolutionieren. Sein Labor wurde überfallen und Apparaturen wurden von der Polizei und Regierungsbeamten im Jahre 1978, 89 und im Jahre 2000 beschlagnahmt. Einer der Wissenschaftler, die wir für diesen Film interviewen wollten, war Dr. Eugene Maloff, ein Ingenieur von MIT und Harvard und Herausgeber des Infinite Energy Magazins, welches sowohl theoretische als auch technologische Entwicklungen in dem neuen Energiebereich umfasst. Er wurde auf mysteriöse Weise im Jahre 2004 zu Tode geschlagen.